Von Albufeira aus sind wir dann in westliche Richtung nach Lagos gefahren. Hallo, wir sind jetzt in Lagos. Ja. Oder sagt man Lagos? Ich weiß das gar nicht. Ich soll irgendwas babbeln, aber ich habe Hunger. Wir suchen nämlich was zu essen. Claudius hat eigentlich immer nur Hunger. Ja, das sieht man doch, oder? Jedenfalls sind wir jetzt hier in der Altstadt und gucken uns mal um und sehen, was hier was Schönes gibt. Also allzu viel ist nicht los. Aber es gibt unheimlich viel natürlich wieder Restaurants und Restaurants und nochmal Restaurants. Und das Wetter ist schön, die Sonne scheint, schätzt 19, 20 Grad. Es ist herrlich hier im Februar. Nicht zu heiß, ist ja auch wichtig. Ja, ja, ja. Komm, jetzt lass uns losgehen. Er hat Hunger. 5 Minuten Fußweg vom Campingplatz weg befindet sich der Eingang zur Altstadt. In Lagos findet man hier und da Graffitis an den Wänden. Hier mal ein solches Beispiel. Geschäfte und Restaurants, natürlich auch für die Touristen. Für Portugal typisch die Wegpflasterung mit schwarzem Basalt und hellem Kalkstein, Calçada Portuguesa genannt. Hier sind wir dann letztendlich gelandet an einem zentralen Platz in der Altstadt Praça do Infante und haben dort auch etwas gegessen. Aber auch hier wieder eine riesige Auswahl an Restaurants und ich glaube, man hätte überall hingehen können. Das Essen ist wirklich überall gut. Am nächsten Tag haben wir einen Ausflug gemacht zum Leuchtturm von Lagos. Da gibt es ganz viele tolle Wanderwege, die haben wir dann erkundet, sind mit unseren Wanderstöcken da lang gewandert und man sieht ja hier, wie toll das alles aussieht. Ich hoffe, man kann das hinter mir sehen. Hier sieht man das. Vielleicht zur Erklärung, wo wir sind. Wir sind an einem Leuchtturm, 20 Minuten weg vom Lagos, vom Campingplatz. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch versteht, weil hier wird es echt lauter reden. Habe ich keine Lust dazu. Kannst du auch sonst auch? Ja, aber nur mit dir, wenn ich schimpfen muss. Du musst nie mit mir schimpfen. Nein. Okay. Also 20 Gehminuten weg vom Campingplatz, wo wir jetzt seit 2 Nächten sind. Heute noch eine Nacht und dann sind wir auch schon froh, wenn es dann weitergeht. Warum sind wir da froh? Naja, kannst du ja mal was über den Campingplatz erzählen. Also schlimm war es auch nicht. Ein bisschen was erzähle ich vielleicht später nochmal. Ja, er ist seit Jahrzehnten im gleichen Zustand. Aber er ist sehr günstig gelegen, also man kann direkt in die Stadt laufen und auch an 2 schöne Strände. Also ist auch günstig pro Nacht, dementsprechend ist auch das Volk dort günstig untergebracht. Das WLAN ist sehr gut, allerdings kostenpflichtig, aber endlich mal WLAN, was auch funktioniert hat. Ja, aber nur im Download. Im Upload hatten wir für das Video über Einbruch, Wohnmobil und Wohnung und Haus 16 Stunden Uploadzeit. Aber es hat sich rentiert. Zeigen Sie die ersten Kommentare. Okay. Auch hier wieder ein Campingverbotenschild am Parkplatz direkt beim Leuchtturm. Macht nichts, wir wollten ja sowieso wandern. Hier gibt es ja viele Strände und das ist einer von denen, ganz in der Nähe von dem Campingplatz in der Innenstadt. Der Campingplatz ist wirklich einfachste Kategorie, aber er ist eben direkt an der Stadt, nur 5 Fußminuten entfernt. Auch das Restaurant direkt am Campingplatz war wieder gut. Wie bei den meisten Campingplätzen in Portugal, auf denen wir waren, ist freie Platzwahl, was uns ganz gut gefallen hat, weil man sich dann immer ein schönes Plätzchen aussuchen konnte. Es war auch überall noch Platz, im Gegensatz zu den Stellplätzen. Hier ein paar Eindrücke vom Campingplatz Trinidade in Lagos.
Wie man sieht, sind auch einige dauerhaft hier und einige alternative Camper. Wir haben hier einen ganz schönen Platz gefunden. Nicht so schattig, ein bisschen Sonne. Die Fähr- und Entsorgung ganz einfach gehalten. Hier ist zum Beispiel die Gelegenheit zum Waschen. Das Interessante hier ist, das ist doch tatsächlich rosa Marmor, der hier in Portugal vorkommt, in diesem Waschhaus. Der Dusche. Naja. Und hier noch ein anderes Waschhaus. Draußen sind Waschbecken, aber auch drinnen. Sowie Möglichkeiten zum Spülen. Und waschen. Und hier geht's nochmal zu duschen. Warum zeige ich das alles? Weil manche ja interessiert sind, wie es auf den einzelnen Campingplätzen aussieht. Und generell kann man überhaupt sagen, dass die Campingplätze in Portugal recht günstig sind und es nur wenige Stellplätze gibt. Daher waren wir auch immer auf Campingplätzen. Zum Abschied trinken wir noch einen Galeão in der Altstadt. Ach nee. Doch. Ach hallo. Wer sagt das? Ich sag das. Du musst das jetzt mal probieren. Von Lagos sind wir dann etwa 30 Kilometer weiter westlich nach Sagres gefahren, an die südwestlichste Spitze Portugals oder auch des europäischen Kontinents. Und von dort melden wir uns dann wieder. Bis dann. Sagen Tschüss, die zwei Löfflers.